Dürfen nicht vergessen, dass die Pilze auch Holz flocken. Richtig. Was geschieht? Hallöchen, wir sind hier wieder unterwegs in den Untergrundminen von Moria. Es ist früh, nein, es ist in der Nacht. Wir haben zwar gerade geschlafen, aber es ist in der Nacht. Und ihr seht natürlich direkt nach dem Aufstehen die beiden, Matze und Kevin, wie sie hier mit ihren Krügen stehen. Natürlich müssen sie erstmal wieder sich ein hinter die Binde kippen. Hallo Matze, hallo Kevin. Hallo, ich bin Fischer. Das bezweifle ich. Kevin ist so betrunken, dass er schon gar nicht mehr reden kann. Auch gut. Hey, ich lass dich hier singen. Niemand will mein Gelaber hören, wenn man den Doch, Gesang lauschen ich, kann. Weil ich hier anmoderiere. Echt so. Mal, wenn man, ja, schon, mir egal. Wenn man schon angesprochen Kevin, wird. Kevin ist heute eh ein bisschen, weiß ich nicht, er hat schon vor der, also der Aufnahmepause, hat er einfach war komplett negativ, also richtig hart negativ. Bist du dir sicher, dass der Schwamm ein bisschen zu schwer für dich ist, Benny? Ja, ich schon wieder. Wieso esse ich denn nicht zu Ende immer? Ist mit mir. Das ist so schwer. Dein Schwert sieht ein bisschen zu schwer aus, das schleifst du ganz schön hinter dir her. Ja. Ja, no offense. Also, es ist halt einfach auch ein Riesenteil, was ich hier hab. Ja, gut, da hat er recht. Habe ich jetzt eigentlich repariert, was ich wollte? Ja, okay, habe ich gemacht. Ich bin sehr schlau. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das wird mir die letzten Wochen auch ein bisschen nachgesagt. Finde ich auch nicht so gut. Dass du negativ bist. Es vergeht, glaube ich, ja, es vergeht kein Montag oder Dienstag, an dem das nicht mindestens einmal gesagt wird. Aber es kann ich eigentlich machen, was ich will. Nee, eigentlich nicht. Du hast gerade das allererste gesagt, fick dich. Na und, ist doch was ist denn daran so schlimm? Sonst stürze ich auch nie. Also, DayZ bist halt teilweise. DayZ bist du manchmal so komplett devastated, du sagst nichts mehr, du flamest nur noch doch. Leute, es ist okay. Also, Muttis, dann könnt ihr jetzt mal eure Teteron-Schürzen bitte festziehen und können wir weitermachen, bitte? Aber warum? Hier, Matze läuft vor. Ja. So, warte. Wir müssen eigentlich zu den Entwässerungspumpen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir jetzt gar nicht unbedingt hier hinreisen, sondern Entwässerungspumpen gehen und dort mal schauen, wie wir weiterkommen. Weil wir müssen Aber das wussten wir schon vor 4 Folgen nicht, ne? Kann ich mich noch erinnern? Ja, aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir es halt nicht mehr prokrastinieren können. Also müssen wir jetzt mal gucken, dass wir vorankommen hier. So. Stirb! Yes, I did it! All on my own. So. Dann können wir vielleicht hier irgendwie außen rum, weil guck mal, da drüben sieht's doch aus, What? Hä? Was ist jetzt los? Wo ist es hin? Ich versuche zu schwimmen. Mit wenig Erfolg, wie ich vermute. Ah ja. Aber warum ist es denn jetzt zerbrochen? Hier ist eine Statue. Wir sind ja übelste Blindfische. Was ist denn jetzt zerbrochen? Jetzt hier zerbricht die ganze Zeit meine... Ja, du musst es, glaube ich, an der Wand bauen. Ja. Ich glaube nicht, dass das stabil genug ist, einfach eine schwebende Plattform auf Wasser zu bauen, wenn ich ehrlich bin. Ich vermute, wir müssen außenrum. So, was haben wir freigeschaltet? Nüscht. Eisen, Erz und Kohle. Achso. Oder müssen wir vielleicht... Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwie außenrum müssen. Ich weiß es nicht. Also ich wüsste nicht, wo außenrum. Wir waren ja sicherlich links und rechts schon mal. Bei dieser Halle da im Nordosten, da geht doch nochmal ein Weg nach Süden runter, der parallel zu diesen Entwässerungsdings da bumsen verläuft. Vielleicht müssen wir da lang. Worth a try, I guess. Hier, das ist auch Gosse. Kommen wir nicht weiter. Fleisch! Feine.
Waren wir da unten schon in diesem düsteren Loch? Ja, doch, oder? Oder? Ach, da ist ein Wald. Ah, okay. Das meinte Benny wahrscheinlich gerade mit der Sackgasse. Hier, dann müssen wir dort oben nach Osten laufen. Genau hier müssen wir wahrscheinlich irgendwie durch. Oder können wir hier oben noch lang? Wie sieht der Test aus? Hä? Ich weiß es gerade nicht genau, wo es lang geht. Aber ich versuch's rauszufinden. Also wir müssen, glaube ich, hier irgendwie hier durch, wo ich das letzte Mal fälschlicherweise lang wollte. Bist du dir da sicher? Also im Questlog steht, dass wir uns einen Weg über den See suchen müssen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Okay. Das ist das genau das, was ich mir schon dachte. Aber ich wüsste jetzt nicht, wir können ja nichts bauen, was uns irgendwie über den See bringt. Ihr könntet höchstens gucken, dass er was an die Seite bauen könnte, eventuell. Das wäre vielleicht ein Versuch. Aber das erscheint mir irgendwie auch nicht so wie der richtige Weg, wenn man sich an der Seite so ein bisschen lang glitscht mit so Plattformen. Muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich gerade auch keine andere alternative Route habe, mit der ich aufwarten kann. Vielleicht nee, nicht wirklich, versuchen ne? wir einfach mal, also weiß nicht, ich weiß, das ist ein Bold Move, den ich hier vorschlage, aber vielleicht versuchen wir einfach mal, jeder so ein bisschen die Umgebung abzusuchen, vielleicht finden wir was. Kevin kann auch gerne versuchen, den Weg über den See zu finden, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich glaube, wenn wir das Problem jetzt einfach von verschiedenen Fronten angehen, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht noch am höchsten, dass einer von uns was erreicht. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht irgendwie von der Horde angegriffen werden oder so. Das wäre äußerst ungünstig. Aber ihr dürft auch gerne widersprechen, wenn ihr das für eine dumme Idee haltet. Ich mach das eben gerade. Gut. Wollte nur nochmal abklopfen. Alles gut. Ich habe eine Ork-Truhe gefunden, die würde ich mal kurz öffnen. Super. Das? Immer den Loot mitnehmen. So. Ich habe ja die Kammer jetzt entdeckt. So, also in der Mitte bin ich schon mal. Des Sees. Dem Inselstück hier. Wie hast du das jetzt gemacht? Ja, mit solchen Plattformen. Okay. Ja, ich restauriere nochmal die Statue hier. Das machst du richtig. Es kann nie verkehrt sein. Hier ist das Sackgässle. Was haben wir bekommen? Wieder nur Gegenstände. Erz und Kohle. Ah. Da scheinen wir irgendwie durch zu sein hier mit dem, was wir freischalten können, oder? Ich glaube auch. Hast du den Eindruck? Mal, ja. Nicht in den Schattenfluch gehen, Matze, nein.
So, ich muss aber trotzdem nochmal zurück, weil ich habe keine Holzstücke mehr. Oh, habt ihr noch welche? Nee, ich habe genau das gleiche Problem gerade. I'm out of wood. Ich habe die dunkelsten Tiefen gefunden. Okay. In den dunkelsten Tiefen findest du die seltensten Materialien und wertvollsten Edelsteine von ganz Moria. Jedoch ist der Abstieg gefährlich. Dort unten lauern viele unbekannte Gefahren. Es gilt höchste Vorsicht. Höchste Vorsicht, Lukas. Hast du das gefunden? Wo hast du das gefunden? Da, wo ich gerade auf der Karte bin. Okay. Das ist das Unhilfreichste, was du Kevin jemals hättest sagen können. Ich hab's markiert, ich weiß nicht. Ich hab's einfach so hingenommen. Aber ich weiß, es ist im Osten drüben. Aber du hast das vermutlich ja noch gar nicht auf deiner Karte entdeckt, deshalb hilft dir das ohnehin nichts. Ja, das stimmt. Das kann sein, ja. Ah, ich dachte, ich hätte einen Durchgang, aber hier ist wieder nur eine Sackgasse, bedauerlicherweise. Also, auch das führt uns hier nicht weiter. Vielleicht hat Kevin doch den ganz richtigen Riecher gehabt mit den Plattformen. Auch wenn es mir irgendwie also, weird vorkommt, wenn wir uns da wirklich einfach drüber bauen müssen. Ich würd's Kevin gönnen, dass er da quasi recht behält und uns das unter die Nase reiben kann. Aber not gonna lie, ist ja irgendwie der komischste Weg. Ich hätte gerne mal... Aber in Hemland ist anscheinend kein Holz mehr, ne? Nee. Hm. Du musst es einfach unterwegs einsammeln, Kevin. Es gibt wirklich überall Holz, also das darf nicht das Problem sein. Oh, aber ich glaube, ich habe hier noch so einen beschädigten Geschichtenstein gefunden. Den ich aber leider nicht reparieren kann, weil mir das Unratskanin fehlt. Und vermutlich auch der Hammer. Irratskanit. Jo, mei, Irratskanit. Ja, nee, keine Ahnung. Was ist denn hier? So. Nisch. Ich glaube, es dämmert. Ist doch gut. Ich farm schon mal ein bisschen Holz zusammen. Ja, ich hab Holz, alles gut. Nehmt ruhig, Holz. Ist nicht schlimm, nehmt ruhig trotzdem alle Holz mit. Wir brauchen es alle, also... Da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr Holz mitnehmt. Dürfen nicht vergessen, dass die Pilze auch Holz flocken. Richtig. Was geschieht? Das ist ein Riesen-Oktopus! What? Ich bin weg. Tschüss. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich gerade nicht in der Nähe dieser Entwässerungspumpe bin. Ich bin sehr enttäuscht, weil ich verpasse das gerade. Ich will den Oktopus sehen. Ich gehe wieder nach Hause, ich bin nämlich müde. Oh mein Gott, ich habe hier gerade einen riesen Goblin-Spawn. Okay, dann gehe ich doch nicht nach Hause. Eine Horde naht. Ach so, ja. Deswegen ist mir Goblin Spawn. Na, die naht dann wohl bei mir. Ich renne jetzt einfach weg. Ihr könnt mich mal mit eurer Horde. Hordet euch doch selber. Hordet euch ins Knie, Leute. Okay. Hab's abgeschüttelt. So. Ich glaube, so funktioniert es aber nicht. Also bei mir ist gerade prima funktioniert. Also, na gut. Bei mir scheint gerade eine Horde zu sein. Na, ich hab's mit Benny rübergeworfen. Sorry! Aber du mit deinem mächtigen Zweihänder hast weniger Probleme als ich mit meiner Spielzeug-Playmobil-Axt hier. Wessen Schuld ist das? Meine. Aber trotzdem ist es dein Problem. Hm.
Nichts daran ist fair. Na doch, schon. Okay. Naja, wir sollten uns jetzt, glaube ich, alle mal treffen. Dann gucken wir einfach mal alle gemeinsam den Oktopus an und dann entscheiden wir, warum wir das Game quitten. Also, ich weiß nicht, ob ich dann eine Entscheidung brauche erst. Ja, nee, so ein Pulpo-Gigante schlägt uns jetzt auch nicht in die Flucht. Dafür sind wir jetzt schon zu tief drin, Leute. Wir sind hier 300 Klafter. Ich bin tot, Leute. Ich bräuchte vielleicht Hilfe. Okay. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Immer noch nicht. Du kannst es 40 Mal markieren. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich versuche mal, Benny zu finden. Ich denke nicht, dass er es schafft. Wieso kann nicht? Euch dann eher. Okay. Wieso soll ich denn das nicht schaffen? Jetzt. Ja gut, das ist natürlich jetzt blöd, weil die Zuschauer bei dir drauf sind, aber ich habe jetzt irgendwie den Ehrgeiz gepackt, meinen Kompagnon zu retten hier. Dann müsst ihr drüber reden. Genau. Das Lustige ist, ich kann ja nicht mal richtig laufen, weil ich so müde bin, dass der Balken gar nicht mehr existiert. Ja gut, ne? Wir können aber auch nicht pennen, ohne dass wir Benny holen. Nee. Alternative wäre, Benny stirbt, kann doch einfach uns zu Hause pennen und dann gehen wir gemeinsam zurück und holen Benny. Das wäre das Einfachste, glaube ich. Holen Benny Stuff zurück. Genau. Dann machen wir das so. Benny, ich habe mich ganz spontan umentschieden, dich sterben zu lassen. Es war wie immer das Gleiche. Ich hatte halt einfach keine Lust. Ich hatte drei Gegner vor mir und dachte, ich schlage einfach drauf ein und das war's. Ich habe keine Lust, das jetzt taktisch zu machen. Das Ding ist, wir müssen jetzt aber trotzdem die Horde besiegen, weil die ist jetzt bei uns zu Hause. Na, da kann ich euch nur so semi helfen. Das ist mir schon klar, ja. Monsters in the air. Ich vertraue einfach wie immer auf Kevins Prügel. Auf meine was? Dein Prügel! Ja, mach ich. Hat uns doch schon mehrmals aus der Patsche geholfen. Aber es ist zumindest nicht ganz so eine starke Horde wie beim. Wie ich befürchtet hatte. Ich glaube, das kriegen wir weg. Nö. Außer es ist Welle 1 von 5. Easy, der Boy. Good boy. Armer. Good boy. Alright, der Boy. Oh, yeah, good boy. Lass mal das an der Stelle, würde ich sagen. Ach, ein bisschen Red Dead Redemption 2 Einwürfe sind nie falsch. Nutzt ihr eigentlich auch clevererweise die ähnliches Einlagern-Funktion? Die was? Wenn ihr eine Truhe öffnet, habt ihr unter der Truhe links den Button ähnliches Einlagern. Dann packt ihr alles, was ihr im Inventar habt und was schon in der Truhe vorhanden ist, einfach rein. Nein. Ja gut, das wusste ich natürlich auch von Anfang an schon. Also klar. Ich nicht. Finde ich gut, Kevin. Finde ich gut? Finde ich so gut wie ihr beide. Oder? Also richtige Moria Pro-Gamer, die wussten klar. Das. Da wollen wir jetzt mal schlafen, sag mal. Ich warte schon die ganze Zeit wieder hier. Bin nur noch am Inventar. Ich bin... Inventar. Ich will mein Zeug wieder. Komm runter. Jetzt mache ich es erst recht langsam. Gut, dann hole ich auch mein Zeug wieder. Ist mir egal. Oh, Irats Granit noch. Jetzt können wir pennen. Aha. Hat doch gar nicht lang gedauert. Ich weiß gar nicht, was es sollte. Ich hätte es gedacht, Benny zieht es nicht. Hätte ich auch wenn gedacht. Wenn Matze länger gebaut hätte, hätte ich es wirklich gemacht, aber. Ich weiß. Frühstücken. Ist auch nichts da, aber gut. Stimmt, ein Gericht ist noch da. Gebt mal noch zwei in Auftrag hier. Was möchtest du frühstücken, Kevin? Wie wär's mit gegrillten Fleisch. Pastinaken? Nee, Fleisch? Okay. Ja, aber da haben wir nicht mehr so viel. Hier gibt's ein Fleisch, ein Top. Danke. So, währenddessen können wir ja schon mal unsere Krüge füllen hier. Vom Gebräu, wovon nichts mehr da ist. Was für eine traurige Situation. Wir hätten natürlich wieder einfach clevererweise vorm Schlafen gehen was zu essen machen sollen. Was ist das fast schon wieder her? Trage ich mit mir rum. Aber warum?
Keine Ahnung, es war auf einmal mein Inventar. Das bin ich's fast geklaut. Nice. Wie kann ich denn hier ein Gebräu ansetzen? Ach hier, Braukessel herstellen. Ich mach mal einen Gegengiftpilz. Das hat ja, glaube ich, uns alle ganz gut angetan. Das braucht jetzt natürlich dummerweise 10 Minuten. Also, für heute wird's nichts mehr. Aber zumindest was essen würde ich vorher noch. Macht das eure so Sachen, schlimm. Repariert eure Sachen, falls noch nicht geschehen. Der Stelle, der Hammer. Hinweis. Dann müssen wir jetzt noch eine Minute totschlagen, bis wir Benny helfen können. Weil ohne meinen Fleischeintopf gehe ich nicht aus dem Haus. Und in Moria machen wir das ganz genauso. Ohne meinen, wie war das nochmal, die Werbung? Ohne meinen Altos sage ich gar nichts. Ah ja, ohne meinen Altos. Hashtag. Hashtag not sponsored. Ja, wollte gerade sagen, Hashtag gibt's überhaupt noch? What the fuck? Naja, Reisebüros haben jetzt nicht unbedingt Sternzeit gehabt in den letzten Jahren mit Aufkommen des Internets. Also, ich möchte da nur mal an Neckermann erinnern, falls das noch jemand kennt. Yo, Neckermann war gar nicht so schlecht, haben wir auch ab und zu Reisen gemacht. Okay, Neckermann. Nee, wir glaube ich nie. Nee? Wir haben auch über, wenn ich es nicht ganz falsch habe, über Altos auch. Auch über TUI. Also wir haben da relativ viele mitgenommen immer. Okay. Ich glaube, wir haben immer so Reisen über Hörensagen von Kollegen und Freunden gemacht, die uns das empfohlen haben. Und dann tatsächlich irgendwann sind wir auch aufs Internet umgestiegen. So, Benni, wo wollen wir uns denn treffen? Bei den Entwässerungspumpen oder ist Kartenstein Niedertiefen 2 besser? Okay. Entwässerungspumpen. Alles klar. Bin da! Ach! Benni geht ihm für die Pumpe. Moment! Hm? Muss nochmal zurück. Ich habe weder gehuldigt noch irgendwas anderes gemacht. Komm, Schnellreise geht schnell. Fürs Huldigen reicht's allemal. Huldigen, bewundern. Weiter geht's. Am Back. So, hat Benni schon seine Sachen? Nee. Achso, Benni, ich dachte, da wär schon fertig. Nein, Benni hat eisern auf euch gewartet. Ich hab extra auf euch gewartet. Ist so, Benni hat hier Teamgeist heute durchgespielt. Das ist der Grund, weshalb ich schon ewig durchgerusht bin. Achso. Egal. Nicht verzagen, Benni. Es ist neue Heuschnupfen-Saison, genau. Du brauchst die Taschentücher anderweitig. Stimmt, da hast du recht. Nicht nur wegen der Heuschnupfen-Saison, was? Ja, auch wegen deines Koks-Problems. Okay, ich wollte das jetzt nicht so an die große Glocke hängen. Und ja, apropos an die große Glocke hängen. Wie alt sind wir denn heute wieder? Ich weiß nicht, also zweistellig wird schwierig. Aber muss ja auch mal sein, ne? Warum bist denn du aber auch im Nichts gestorben? Weil ich dachte, dass man da vielleicht an dem See vorbeikommt. Weil mir das logischer erschien, dass ich einfach nur sinnlos durchzuprügeln. Es tut mir leid, dass ich versucht habe, dem Spiel irgendwie, oder beim Spiel irgendwie davon auszugehen, dass es vielleicht keine Sachen komplett idiotisch macht, sondern dass sie sich da was bei gedacht haben. Tut mir leid. Beeindruckt mich, wenn die immer wieder schafft, das Spiel nach 3 Folgen komplett in Grund und Boden zu flamen. Lustigerweise finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ich muss auch sagen, also die heutige Aufnahmesession, mal so als Recap, ne, die letzten 3 Folgen für euch, liebe Zuschauer, ihr habt ja nicht so die Unterbrechung wie wir, die letzten 3 Folgen waren eine Session. Ich fand die gut. Ja, also irgendwie hat es mich auch an dem Spiel ein bisschen näher gebracht, not gonna lie. Also so langsam, wenn man der Story ein bisschen folgt und die ganzen Gameplay-Mechanics auch so ein bisschen zu nutzen weiß, finde ich es nicht so schlecht. Ich finde es halt ein bisschen schade, hätten wir das von Anfang an so gehabt, wäre das alles ein bisschen einfacher und schöner gewesen. Das stimmt. Ich will ja auch gar nicht abstreiten, dass das Spiel nicht diverse Chancen auch vertan hat. Aber unterm Strich würde ich sagen, ist es trotzdem kein schlechtes Spiel. Nee, soweit würde ich jetzt auch mittlerweile nicht mehr gehen. Und ich glaube, wenn du richtig in der Herr der Ringe-Lore drin bist und das feierst, dann hat das für dich nochmal einen ganz anderen Vibe. Wir haben ja schon gesagt, dass es bei uns so mittel ist, was die Herr der Ringe-Geschichte angeht. Wir sind alle, wir kennen es alle. Keiner von uns ist Hardcore-Fan. Spinne, die hat man auch lange nicht. Oder sind das andere Spinnen als bei uns zu Hause?
Spinnen sind Spinnen. Gibt's keinen Unterschied. Ja gut, ne? Die Insektologen unseren Zuschauern werden jetzt wahrscheinlich die Haare raufen. Alle 300. Oh. What? Wie hab ich's denn geschafft, mit meiner Maus aus dem Bildschirm rauszukommen? As always, skill issue. Hat er recht. Münzen! Mensch, das sind ja Goldspinnen. Geil. So, Benny, führe. Du hast ja dein Stuff schon. Ja, wir müssen eigentlich basically nur noch zurück wieder. Okay, aber was ist denn hier? Ja, ein heiliger Ort, aber was der bringt, weiß ich nicht. Okay. Ist aber cool. Die Pilgerbibliothek. Spinne! Hier geht's sogar wieder zurück, oder? Hier geht's nochmal weiter. Aber eigentlich wollen wir ja gar nicht hin, oder? Ich glaube aber tatsächlich, dass es sinnvoller ist, einfach nochmal hier nach geradeaus zu gucken, weil die Geschichte mit der Wasserpumpe, so viel können wir verraten, die wird heute nichts mehr werden. This really is worthy of a pilgrimage. Looks like a library. I'm not normally the reading type, but tradition says all dwarves may seek knowledge here. Das klingt gut, was er da erzählt. Ich würde sehr, sehr gern meinen Wissensdurst stillen. Oh, geil. Geil. Durin wakes from sleep. Takva Durin Kodrir. Weiß jetzt nicht, was Zwerge gegen Bücher hatten. Der wäre, glaube ich, ein effizienterer Weg gewesen, das hier niederzuschreiben, aber muss zugeben, es ist zumindest imposant. Und wir haben was Neues freigeschalten. Da habe ich gar nicht hingeguckt, was haben wir freigeschaltet? Ein Chanor-Hammer. Das klingt, als könnten wir damit mehr Sachen bauen. Vielleicht schalten wir da die Schmiede frei, von der wir vorhin in der vergangenen Folge gesprochen haben. Also ist natürlich ein Wild Guess, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass es unsere Baumöglichkeiten erweitert. Fände ich auf jeden Fall geil. Also Benny, Lob an deinen Entdeckerdrang. Finde ich gut. Also war natürlich trotzdem richtig, dass Kevin rausgefunden hat, wie wir über das zu der Pumpe kommen. Aber wenn du das jetzt hier nicht gefunden hättest, dann wäre uns das natürlich entgangen, was äußerst traurig gewesen wäre. Deswegen sollten wir uns, glaube ich, zu Herzen nehmen, dass es sich immer lohnt, ein bisschen um die Ecken zu gucken, ne? Oh, guckt mal, wie sieht schon geil cool das von hier aussieht. Also Leute, wenn das nicht das Thumbnail wird, dann dürfte Benny dafür ausbuhen, dass er die Wahl anders getroffen hat. Geh mal bitte aus dem Thumbnail raus. Wow. Danke. Einfach wow. Benny hat halt Prioritäten gesetzt. Benny hat jetzt, dass das im Vordergrund ist. Ich meine, ihr seht, Benny hat jetzt ein Selfie von der Bibliothek gemacht. Hashtag alles meins. Hashtag Solo Run. Ja, du kriegst eine Better Weapon for this.
beruhige dich. Kommt Zeit, kommt Rat. Small Dude. Ich weiß gar nicht, warum du da so ungeduldig bist. Aber wisst ihr, wer hoffentlich nicht ungeduldig ist? Unsere Zuschauer. Denn die müssen jetzt ein kleines bisschen Geduld aufbringen, um zu überbrücken, oder die Zeit zu überbrücken, bis wir die Pumpe überqueren. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf, wie wir da rüberkommen. Also wie Kevin quasi die Plattform gebaut hat, um das zu erreichen. Und noch mehr bin ich auf den Oktopus gespannt und vor allem, wie wir den Oktopus besiegen können. Weil ich gehe mal davon aus, so wie sich das bei Kevin angehört hat, da war das nicht unbedingt ein freundlicher Oktopus, sondern es war vermutlich eher so ein Seeungeheuer-Oktopus. Und ich finde es irgendwie impressive, dass es die Entwickler geschafft haben, in einem Spiel, was basically in der Mine spielt, eine Seeungeheuer einzubauen. Also Props gehen dafür schon mal raus. Aber dem müssen wir uns in der nächsten Folge dann natürlich stellen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, ein bisschen besseres Gear. Und ich hoffe, dass wir das mit dem neuen Hammer freischalten, den wir bekommen haben. Und all das wird Aufgabe der nächsten Episode sein, die dann am kommenden Freitag, wie gewohnt, um 17 Uhr erscheinen wird. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann schaltet da wieder ein. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen, wenn dem so wäre. Genauso wie wir uns natürlich drüber freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung für diese Folge dalasst oder sogar ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Dann empfiehlt sich natürlich auch immer der Druck auf die Glocke. So, jetzt habe ich hier mein YouTube-Vokabular abgespult. Ich kann überall eine Checkmark dran machen und damit verabschieden wir uns aus dieser Episode. Sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Kevin, euer Benny und euer Matze. Ciao. Tschüssi.